Ja, und herzlich willkommen zurück. Ich lade hier kurz mal meine Waffe nach, bevor wir in den nächsten Abschnitt vordringen und noch mehr Scar killen werden. Denn das ist das, was wir am liebsten machen. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass wir ein ordentlicher Massenmörder sind? Also nicht nur bei... Also nicht nur bei... bei den Dominion oder den Gesetzlosen. Nee, auch bei Scar. Also wir haben hier schon ganze Völker ausgelöscht. Und werden dafür meistens auch noch gefeiert. Ja, ein Kolossus toll und ein seltener Ember. Ich frage mich, oder ich wüsste zu gerne, wie hoch die Raritätsstufen hier sind. Sie haben die gestohlenen Arcanisten-Maschinen an ein Gestalt-Artefakt angeschlossen. Sieht nicht gut aus. Halten Sie sie auf, bevor es instabil wird. Mach ich. Oh, jetzt komm schon hier. Eieiei, der ist ja ordentlich tanky auf dem Schwierigkeitsstufe. Aber nicht tanky genug für uns. In keinster Weise. Oh, aua, 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 aua. Was war das denn? Das tat ja richtig weh. Kombo starten. Okay, die sind echt... Oh shit, unsere Waffe ist leer. Die sind echt nicht ohne auf dem Schwierigkeitsgrad. Da müssen wir uns ein bisschen geschickter durchkämpfen, indem wir hier einfach mal... Boom! Nur Ulti zünden. Dadurch, dass die schon wieder aufgeladen war. Gut, wir hätten sie vielleicht für den Großen nehmen sollen. Gebe ich gerne zu. Ah, ich will nicht so sein hier. Ah, so kommt man eigentlich recht gut an ihre Schwachstelle ran. Was ist passiert? Das Artefakt. Es erschafft Skorpedone. Sie sollten es wahrscheinlich anwenden. Nein, wirklich. Gut, dass wir unseren Flammenwerfer dabei haben. Die Fähigkeit mag ich echt. Also wenn der... Wenn der Säurewerfer genauso geil ist, dann bin ich da voll am Start. Weil der Säurewerfer würde dafür sorgen, dass die Leute auch noch mehr Schaden kriegen. Was, glaube ich, fast eine geilere Kombination wäre zwischen den beiden. Ich bring's ja schon zurück. Zack, siehste, ist schon da. Gleich mal zum nächsten Artefakt. Ja, sowas müsst ihr hier im freien Spiel eigentlich permanent machen. Ist zum Glück in den Missionen ein bisschen schöner eingebaut. Huch. Dankeschön. Finde ich schön. Schade, dass wir in diesen Missionen immer nur den anderen Operator haben und nie Owen. Owen wäre mir hier eigentlich lieber. Naja. Man kann nicht alles haben. Zack, und weg sind sie. Okay, anstatt dass sie jetzt einfach verschwinden, sterben sie und springen in die Luft. Gut. Haben diese Scar absichtlich versucht, ein Gestalter-Artefakt zu zwingen, Skorpedone zu erschaffen? Vielleicht. Wirklich seltsam. Normalerweise plündern sie einfach. Ich erwähne das in meinem Bericht und... vielen Dank, Freelancer. Sie waren eine wirklich große Hilfe für die Sentinels. Und das Fort. Die Arbeit mit Ihnen hat mir auch gefallen. Ja, vielleicht arbeiten wir irgendwann nochmal zusammen. Vielleicht. Wir sehen uns, Brent. Gestalterrelikte. Scar haben dieses Relikt modifiziert. Zweck unbekannt. Gut, damit haben wir die Mission abgeschlossen. Vorsorgliche Präventivmaßnahmen. Und wir werden uns jetzt gleich hier Yarrows... da haben wir es auch schon. Säure senkt gegnerische Widerstände. Macht sie verletzlicher für Schäden und anfälliger für Kombos. Warum ist sie anfälliger für Kombos? Überhaupt erst anfällig für Kombos? Ah, egal. Ja, und den Screen überspringen wir mal wieder. Boah, ist das unnötig, das Ding.
Haben wir irgendwas Besonderes bekommen? Was haben wir denn da? Erntebonus. Aha, also kriegen wir offensichtlich mehr vom Ernten. Finde ich jetzt nicht so geil. Kolossus-Komponente. PSG plus 5% Munition. SSG. Schaden des Grundwerts, Kolossus-Rüstung und Schild deutlich. Das ist natürlich nett. Der Rest ist... meh. Nicht notwendig und auch nicht notwendig, dass wir dafür in die Schmiede gehen. Nichts von den Komponenten würde ich jetzt sofort anstecken wollen. Ja, es gab zwar jetzt diesen Loot-Patch, der den ganzen Loot etwas verfeinert, aber das merkt man wohl erst im höheren Bereich und momentan ist der Loot noch relativ so meh. Ich habe auch noch nichts gefunden, wo ich mich echt drüber gefreut habe. Aber gut, was nicht ist, kann ja noch werden. Owen? Wir müssen reden, es ist wichtig. Wir treffen uns in der Bar. Okay, ich werde da sein. Owen? Na, gut. Das machen wir auch gleich. Also wenn uns Owen ruft, dann gehen wir da sofort hin. Ja, das ist schon fast BioWare-like, dass du praktisch deine Mission machen willst und dann irgendwie wirst du von einem deiner Charaktere bzw. von einem deiner Mitstreiter unterbrochen. Weil es irgendwas gibt. Ich bin gespannt. Vor allen Dingen Owen in der Bar. Ist der überhaupt schon alt genug dafür? Darf der überhaupt schon Alkohol trinken? Dürfen wir eigentlich schon Alkohol trinken? Gute Frage, wie alt sind wir eigentlich? Hey, wo ist mein Drink? Ich glaube, du hattest genug für heute. Ich sage, wann ich genug habe. Nee, du hattest definitiv genug. Hallo Owen. Du Smoker, du. Der grinst aber schön. Was gibt's? Was denn? Du hast mich gerufen. Nein, du. Oh, Moment mal. Der Monitor plant eine neue Mission in das Herz des Zorns. Er will den Kenotaph zur Waffe machen. Wir haben das Archiv aus dem Regulatorenlager entschlüsselt und wissen, warum er nach einzigartigen Gestalterrelikten sucht. Heißt nicht, dass er Erfolg hat. Der Monitor war übrigens beim Dominion-Angriff auf Freimark dabei. Als der Kenotaph alles zerstörte, überlebte er. Ach du Scheiße. Er ist skrupellos, entschlossen und brutal. Ein sehr mächtiger Krypter und ein brillanter Pilot. Selbst seine Leute fürchten ihn. Der Sturm wird ihn zerreißen. Niemand überlebt das Herz des Zorns. Ja, sieh schon. Laut unseren Informationen kann er das Kenotaph-Potenzial außerdem perfekt nutzbar machen, was wir nicht zulassen können. Offensichtlich. Finden Sie einen Weg ins Herz des Zorns. Erreichen Sie den Kenotaph zuerst und dämmen Sie ihn ein. Freelancer-Arbeit. Freelancer-Arbeit? Sie sprechen hier vom verdammten Cataclysm. Das stimmt, dafür sind wir nicht ausgerüstet. Natürlich. Mir fallen andere ein, die das Herz des Zorns damals überlebten, die nicht aufgaben, es studierten. Im Ernst? Ich habe das Gefühl, ich weiß, von wem Sie sprechen. Meine alten Partner, Halleck und Faye. Der Monitor scheint Ihnen auf den Fersen zu sein. Scheinbar hat Faye etwas Wichtiges gefunden. Letzte bekannte Position. Oh, ich kann... So. Herlock und Faye. Scheinbar ging eure Zusammenarbeit nicht gut aus. Ich weiß nicht, wir haben uns auseinandergelebt. Wirklich? Man hört, Halleck hat dir nie verziehen, dass du ihn aus dem Sturm geholt hast und Faye ist... Wo geht's hin? Oh, ja. Hey, wart mal kurz. Nein, Faye und Halleck arbeiten mit Prinzessin Sim. Die Regulatorenchefin? Oh, bitte. Bestenfalls ist sie eine Schmugglerin, im schlimmsten Fall eine Bandenchefin. Brauchen wir die beiden wirklich? Um durch das Herz des Zorns zu kommen und dem Monitor zuvorzukommen? Ja, tun wir. Unbedingt? Du und ich, wir sind doch ein tolles Team. Deshalb hat Tessin uns ausgewählt. Ich vertraue dir und du mir. Okay. Hey, wenn man bedenkt, dass der Monitor Lancer und Krypta ist, könnten wir beide selbst eine so sagenhafte Krypta-Javelin-Piloten-Kombo sein. Hm? Owen, hab Geduld. Pilotenstunden schön und gut, aber bis du bereit bist, wird es Jahre dauern. Okay. Hey, das könnte lustig werden. Prinzessin Sims Lager soll wie ein Jahrmarkt sein. Ein umherziehender Jahrmarkt. Jetzt mit Gangstern, die Geschenke mögen. Bring ihr was mit und du kommst rein. Was soll da schon schief gehen? Ja, das soll schon schief gehen.
Also kommt nur mir das vor oder wurde das gerade alles irgendwie sehr, sehr wirr? Also nicht nur, dass offensichtlich Tessin, die uns sowieso schon mehrmals beauftragt hat, uns reinlegen musste, dass wir da zur Bar kommen, warum auch immer, anstatt dass sie uns einfach ganz normal kontaktiert und sagt, sie würde uns gerne in der Bar treffen. Und dann einen Haufen Exposition reingeworfen und auf einmal wissen alle, wer der Monitor ist und davor wusste niemand, wer der Monitor ist und ich glaube, ich denke einfach zu viel nach. Tut mir echt leid. Aber das ist so normalerweise macht BioWare sowas sehr viel geschickter. Na gut. Egal, schauen wir mal, was die Geschichte noch so zu bieten hat. Wir werden jetzt aber erstmal noch die Expedition von Jero machen. Und danach werde ich einen Cut machen und dann erstmal auf Toilette gehen. Denn ich muss dringend auf Toilette. Wer hätte es gedacht? Könnte vielleicht daran liegen, dass ich hier schon knapp einen Liter Wasser getrunken habe nebenbei. Damit ich meinen Frosch im Hals etwas minimieren kann. Und als ob ich es nicht besser wüsste, trinke ich einfach weiter. Gut, Mission wechseln. Ach nee, so sehen anscheinend die Hauptmissionen aus. Na gut. Wir werden aber erstmal einen kleinen Gefallen machen, unserem guten Jero. Ja. Kleiner Gefallen, genau, passt. Vollbringe Heldentaten, um Erfahrungspunkte zu verdienen und dein Pilotenlevel zu steigern. Heldentaten scheinen im Übrigen die Sachen zu sein, die so rechts unten immer als Achievement aufploppen. Sammle so und so viele Materialien oder töte so und so viele Scar und unglaublich heldenhafte Taten. Und benutze so und so oft deine Javelin-Fähigkeiten. Naja. Zu viele Links. Zu viele Freelancer-Geschichten verloren. Finde sie und bringe sie nach Hause. Ihre Opfer wird nicht vergessen werden. Ihre Taten sollten hell leuchten. Richtig hell. Verstehst du? Verstanden. Heißt das, ich soll sie auf einen Haufen legen und ganz doll hell anzünden? Du wirst das ändern. Hier ist ein Freelancer gestorben. Andere kamen, seine Arbeit zu beenden. Manche bleiben zurück. Allein stark, gemeinsam stärker. Ist das hier? Nö, das ist kein. Das war kein Wasserfall. Alle unwillkommenen Besucher. Sie haben hier nichts zu suchen. Schon dabei. Ich bin hier früher oft selbst hergekommen, um das Ungeziefer zu verjagen. Da muss ich dir aber sagen, hast du echt keinen guten Job gemacht, weil wir sind immer noch hier. Achso, ich muss einfach nur eine gewisse Anzahl an Raubtieren töten. Na gut. Das ist ja einfach. Die Eier sehen doch mit voller Absicht aus wie die Alien-Eier, wenn sie aufgeploppt sind, oder? Ich würde sagen, das wird voller Absicht so, ja. Da ist eine. Für unsere Brüder und Schwestern. Da ist eine Rune. Die nehmen wir uns mit. 4 Stück haben wir schon. 6 brauchen wir noch. So. Wo sind denn jetzt noch Kreaturen hier? Ich hätte gern noch ein paar. Da ist auf jeden Fall noch ein paar Eier. Vielleicht kriegen wir da noch was raus. Ach nee, die Eier zählen als Raubtiere. Na gut. Das war ja einfach. Denk mal, eine Widmung an die Freelancer, die ihr Leben in der von Gao gewählten Schlacht verloren haben. Der nächste Ort wird blutig sein. Du musst die Links der gefallenen Freelancer einsammeln, damit du ihre Geschichten aufschreiben kannst. Ja.
Ein Cortex-Eintrag. Sieht aus, als hätte hier kürzlich ein Kampf stattgefunden. Ja, sehr kürzlich. Viele Leben verloren. Eieiei. Diese hässlichen Arbeiter, ey, die gehen mir so auf den Sack. Pisst euch. Pisst euch und. Was pisst euch? Du musst dich um diese Bastarde kümmern. Bin doch schon dabei. Die sind echt eklig mit ihrer Säure. Die machen auch ordentlich Schaden an mir. Aber die haben dem Interceptor auch schon immer. Eieiei. Ordentlich zu schaffen gemacht. Dann setz dich in dein Javelin und komm raus. Ist genug da zum Spielen. Das Denkmal sichern. Ja, machen wir. Boah, ich mag diese Skorpidoren-Viecher echt nicht. Die sind so uninspiriert als Gegner. Da macht es echt mehr Spaß, gegen einen. Gegen Scar oder gegen das Dominion zu kämpfen. Ja, wer weiß, vielleicht werden sie noch interessanter. Bei Warframe, also ich habe ja vorhin, habe ich sie schon mal in der vorigen Folge, habe ich sie schon mal mit Warframe verglichen, mit den Infested. Etwas Ausrüstung, aber kein Link. Und was wollte ich jetzt gerade sagen? Genau, da habe ich sie mit den Infested verglichen. Bei den Infested war es aber so, die haben zwar durch Masse geglänzt, ganz klar, das war ihr Hauptding, aber die hatten auch ein paar besondere Viecher immer dabei. Und das fehlt den Skorpidoren irgendwie komplett. Das hat nichts Besonderes bis jetzt an denen. Was ich echt schade finde. Also doch nachher natürlich in der Bastion. Die man. Nicht in der Bastion, sondern in dem Stronghold, den man aus der Demo schon kennt. Da ist dann was Besonderes dabei, aber das war's dann halt auch, ne? Das ist irgendwie ein bisschen schade. Wie gesagt, wer weiß, was noch mit den Add-ons kommt. Die ersten drei sind umsonst. Und ich hoffe, dass in der Zeit das Spiel noch einen ordentlichen Fortschritt macht, sodass es sich tatsächlich irgendwann lohnen könnte, dieses Spiel wirklich, ja, doch längerfristig zu spielen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wie gesagt, Warframe hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wenn das ja auch nur ansatzweise in die Richtung geht, wäre es geil. Ich weiß, wer das getan hat, aber ich weiß nicht, wieso. Die Überlebenden haben hier ein Denkmal gesetzt. Zünde das Feuer an. Denkmal, ein grob beschaffene, handgemachte Widmung an die Freelancer, die während des Scharmützels am plündernden Posten gefallen sind. Yarrow, wer hat diese Links gestohlen? Gesetzlose, Kriminelle ohne Ehrgefühl, die aus der Zivilisation verbannt wurden. Monster. So, diese Folge wird etwas länger werden, denn ich will diese Mission jetzt noch fertig machen und danach erst den Cut machen. Ich will nicht mittendrin den Cut machen, weil sonst kriege ich nie einen sauberen Cut hin, so dass ich mal auf Toilette gehen kann, beziehungsweise auch noch ein anderes Spiel spielen kann, weil ich spiele das jetzt schon 2-3 Stunden. Und ich muss mich noch ein bisschen um andere Sachen kümmern, leider. Auch wenn ich es gern weiterspielen würde. Da sind sie. Gesetzlose Feinde. Bring zurück, was sie gestohlen haben. Und zwar alles. Ich versuch's. Da gab es sowas Grünes. Das ist wirklich relativ selten, leider. Boah. Holy shit, was war das denn gerade? Heieiei. Oh, läuft voll daneben geschossen. Holy Guacamole, ey. Irgendwas hat mich hier richtig erwischt. Aber ich weiß immer noch nicht, was. Da kommen noch mehr, glaub mir.
Ah, da. Dieser Scharfschütze muss das gewesen sein. Darf ich mich erstmal darauf konzentrieren, nicht zu sterben? Dankeschön. Das wäre echt nett. Warum gibt es überhaupt sowas wie Gesetzlose, wenn die keine Javelins haben? Ich würde mich niemals gegen einen Javelin stellen, wenn ich nicht selber einen hätte. Das. Aua, was soll denn das hier? Eieiei. Boah. Eieiei. Okay, die machen uns gerade ordentlich die Hölle heiß. Und da hat es mich auch einfach mal gekostet. Eieieiei. Okay. War davor relativ einfach. Das hier ist gerade ein bisschen schwerer. Kriegen wir aber auch hin. Wir tun jetzt einfach mal so, als ob ich nicht gestorben wäre. Ja, ich habe meine Ulti auch ein bisschen brasselig verballert. Na gut. Das ist halt immer die Frage. Ich weiß nicht genau, bei diesen Sachen müssen wir einfach hier die Ausrüstung aufnehmen. Um zu verhindern, dass die hier die ganze Zeit nachspawnen. Oder müssen wir sie halt alle killen und dann. Das ist immer so ein bisschen. Ich bin mir da immer nicht ganz sicher. Ich werde jetzt hier einfach mal sämtliche Ausrüstung aufnehmen, in der Hoffnung, dass dann der Spawn praktisch aufhört. Nö, nicht mit mir, mein Freund. Nee, wir müssen die Städte sichern tatsächlich. Also, oh. Ja, von wo denn? Warum denn? Von. Oh. Eieieiei. Also die Typen mit der Shotgun sind echt heftig. Nicht nur, dass sie einen unterbrechen, was echt nervig ist, sondern die machen auch unglaublich viel Schaden, wenn sie an einem dran sind. Ah, Mist, jetzt habe ich doch. Ich habe nicht nachgeladen. Uff. Okay, aber wir haben es geschafft. Freelancer-Ausrüstung. Diverse Rüstung und Waffenteile, die von Freelancer-Javelin stammen. Wer hätte es gedacht? Denkmal. Eine Gruppe Freelancer wurde hier durch einen Notruf in einen Hinterhalt gelockt. Dank der Links, die du gefunden hast, können wir all diejenigen würdigen, die hier gestorben sind. Aber wir sind noch nicht fertig. Da kommen mehr Gesetzlose. Immer noch nicht? Oh. Okay, das wird wirklich eine lange Folge. Das tut mir fast ein bisschen leid, aber. Vor so wenig Geschichten. Weil die meisten in Freimark waren, am Kolosswall. Nach dem Herz des Zorns haben wir in Fort Tarsis neu. Also all diese Geschichten in Freimark verloren? Ja, wir haben viel von unserer Geschichte verloren. Könntest du aufhören, mich hier zuzuquatschen und mich erstmal kämpfen lassen? Alter, die Typen sind richtig räudig. Aber so richtig, richtig räudig. Heieiei, hilft auch der Flammenwerfer leider nicht viel. Da hätte ich jetzt tatsächlich lieber gern den Säurewerfer. Aber nun gut, man kann nicht alles haben. Oh, den hier mache ich platt. Den mache ich auch noch platt. Der kriegt kaum Schaden ab. Was hat der denn da in seiner Hand? Den rammen wir erstmal um. Oh, scheiße, warum ist der denn jetzt auf einmal explodiert? Nein! Ich wollte hoch! Ich will hoch! Eieiei! Boah! Da wird's mal ein bisschen stressiger und schon kriege ich hier nichts mehr richtig hin.
Fresst Blitz, ihr Schweine! Hui! Ja, das war jetzt etwas anstrengender. Gesetzlose, die von uns stehen. Unsere Geschichte. Ich verstehe nicht, warum. Aber hör zu, es gibt noch eine Stätte. Eine sehr wichtige. Schon unterwegs. Oh, das wird... Naja, okay. Dann werde ich die Folge wahrscheinlich doch cutten. Wenn das so eine lange Folge ist, dann werde ich die auf jeden Fall noch in der Mitte cutten. Dann kann ich da nochmal zwei Folgen draus machen. Hätte nicht gedacht, dass die Mission so lange geht. Aber ich habe mich auch ein bisschen krampfig angestellt, muss ich ja dazu sagen. Dieser Standort ist stabil gebaut, wurde aber seit einiger Zeit nicht ausgesucht. Für einen Freelancer hat Großes vollbracht, dieser Sturkopf. Nun komm, bring mir die geborgenen Links. Ihre Geschichten. Sonnenuntergangsblumen. Eine üppige Blume, die traditionell gepflanzt von einem Freelancer gefallen ist. Was? Wenn ein Freelancer gefallen ist. Okay. Gut, dann mache ich doch eine Folge draus und wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme wieder.